So, und da sind wir wieder live. Gleich mit Matze gegen SkyToss. Also ein ZVP. Jo. Aber noch keine Map-Einigung hier anscheinend. Im Zweifel würde ich sagen, jeder wählt eine Map. Das heißt, meinetwegen soll SkyToss die erste Map wählen. Jo. Etwas. Ulrena, Arena, oh. das wird doch interessant, da wird sich der Matze freuen. Wahrscheinlich, das spielt ihm ja voll in die Karten. Oder spielt er die auch gerne oder schaut er sich nur gerne Spiele auf mit der Map an? Ja, Matze ist schon so ein Troll. Ich glaube, für ihn passt schon. Random spielt er, oder Random, wie? wirklich? Also, ich wusste nicht, dass er so ein Nee, großer Troll der ist. macht auch nicht. Wenn ich jetzt auf Start drücke, dann wechselt er letzte Sekunde. Mach ich einfach mal. Passt alles. Jetzt hat er auf Zerg geswitcht. Dann bin ich ja mal gespannt, was Matze spielt vor allem. Gut, Jo. dann wirst du die Spieler Ja, einführen. habe ich die Ehre. Dann Ja. links oben sehen wir den blauen Protoss Skytos, dem gerade die Niederlage durch ein Geschenk erspart wurde. Und links unten sehen wir den roten Zerg Matze, der jetzt hier auf Urena bestimmt was Besonderes auspacken wird. Also was bei SkyToss sehr charakteristisch ist, dass er immer mit dem Pylon scoutet. So, was kommt jetzt? Ein Gate oder auch eine Forge und da kommt der nächste Canrush? Ja, ein Gate. Gate. So, und er scoutet. Matze nimmt jetzt eine Echse. Die probiert SkyToss nicht zu blocken. Er sucht erstmal nach dem Pool. Und findet keinen, was prinzipiell schön ist. Also da freu ich mich immer als Toss, wenn ich keinen Pool sehe. Keinen Ja, Early komm Pool. erstmal aufatmen. So, und jetzt läuft er runter und wird die Echse sehen. Ist die Frage, was er selber macht. Er hat ein Gas genommen. Schickt jetzt zwei ins Gas. Standard ist eigentlich jetzt auf 19 Supply zu expandieren. Sieht so aus, als ob er das machen würde. Da ist der Nexus. Das ist der Nexus und jetzt sollte direkt der Core dahinter kommen. Und SkyToss ist scoutet auch relativ aktiv. Ob da jetzt schon eine dritte im Bau war, wird auch gleich nochmal das Gas-Timing vielleicht checken. Da kommt der Core, alle Standard, zweites Gate, jetzt sollte der zweite Pylon kommen. Was da interessant ist, wo man den baut, baut man den in der Basis. Also irgendwie zum Beispiel, um die Mineralien zu beschützen, baut man den unten am Nexus, um möglichst schnell die Rampe dicht zu machen. Persönlich würde ich ihn eher unten bauen. SkyToss baut ihn oben. Wahrscheinlich, weil er einfach keine Prop unten hatte zu dem Zeitpunkt und sonst Supply blocked wäre. Ja, ist er jetzt eh schon. So, Matze hat nach 100 Gas rausgezogen. Das heißt, er wird nicht aggressive spielen, also keine Roaches, keine Ravager am Anfang, kein schnellen Overlord Drop Push, sondern da wird wahrscheinlich die dritte hinterherkommen. Er baut drei Setzlinge, also insgesamt sechs Linge, baut jetzt zwei Queens und schickt die Linge direkt rüber. Und unten ist eigentlich noch keine Verteidigung. Da kommt zwar jetzt gleich ein Adept. Wir sehen auch ein zweites Gate. Wo ist die Probe unterwegs von Skytos? Scheint zur Gold Ja, zu gehen. aber ich glaube eher, ob er überprüft, dass Matze Ja, keine dass Gold Matze genommen hat, keine hat. als dass er die Gold nehmen würde. Ja. So, und die Linge können jetzt eigentlich gut Schaden machen. Paar Sollten. Probes sollten sie mitnehmen, aber den Also drei Pylon. Probes, wenn sie drei Probes bekommen, ist es schon ziemlich gut. Tatsächlich kein Mothership da. Zwei, drei, vier Probes, also das hat sich jetzt schon Die gelohnt für fünfte auch Matze. noch, ja. Und eine fünfte auch noch. Eventuell den Pylon, weil echt kein Mothership da ist. Ja. Jetzt kommt's. Also da braucht man irgendwie den Pylon unten, früheres Mothership. Jetzt kommt ein Stargate von SkyToss.
Die Linge kann jetzt mit den Adepts abwehren, aber der Pylon. Ja, die Linge rennt jetzt noch ein bisschen weg. Gleich jetzt bekommt es Speed. Jetzt auch die dritte bei Matze. So, und da ist unten immer noch offen. Also Matze könnte durchaus jederzeit irgendwie mal 10 Speedlinge drücken. Er schmeißt jetzt Schaden machen. Jetzt, also was prinzipiell auch keine schlechte Entscheidung ist. Weil ja. Skytos eigentlich jetzt momentan nicht in der Position ist, um Druck zu machen. Baut ein zweites Stargate. Und macht mit dem Pylon diese Engstelle dicht. Was prinzipiell eigentlich recht schön ist. Kann er sich sicher sein, dass jetzt keine Linge kommen können. Pusht jetzt selber mit den zwei Adepts rüber, scoutet als erstes, dass Matze eine dritte nimmt. Ja, er müsste selber auch bald die dritte nehmen, wenn er schon zumacht. Slidet in die Main, killt die vier Linge. Matze hat keine Linge mehr gebaut, was vielleicht ein Fehler ist. Oh, er hat's abgebrochen. Ja, das, also da hätte er mehr haben können, glaube ich. Ja, hätte er es nicht abgebrochen. Dann nicht viel. So, Matze hat überall ein Spore. Drohnen ist es relativ ausgeglichen jetzt, gerade weil Matze ein paar verloren hat. Wird auch sicherlich jetzt ja, eine Drohne noch verlieren. So, insgesamt 5 Drohnen, also das ist jetzt eigentlich wieder ausgeglichen. Letzte Adept kommt ein bisschen zu spät zur Party, zum Watchtower. Nebel nach Hause, er kommt nicht durch. Skytos müsste jetzt auch so langsam sein drittes und viertes Gas nehmen, weil er ja 2 Stargates hat. Ansonsten kann er sich das eigentlich nicht leisten, konstant Phoenix durchzubauen, die ja relativ viel Gas kosten. Ja, das stimmt. Wird es nur Salazar Boden geben? Beide Cybernetics. Nee, hab mich verklickt. Dachte ich schon. Wir sehen einen Roachworn von Matze. Und er hat relativ viele Queens. Und er baut auch noch weiter Queens. Das könnte im Prinzip für so ein Timing-Push sprechen. Also Roach Ravager. Mit Queens. Mit Queens und Lingen. Gerade bei der Map auch sehr schnell beim Gegner. Genau, und die Linge sind wirklich. Also Linge töten alles am Boden. Ravager machen die Pylons kaputt und Force Fields. Und die Queens sollten eigentlich auch relativ gut gegen das Doppel-Stargate sein. Allerdings muss er das dann auch so ein bisschen scouten und noch ein paar Queens extra drücken. Ja. Das ist doch eine Menge an Phoenix. Werden einige Phoenix, ja. Was man da als Toss machen muss, ist einfach so viele Queens wie möglich liften, damit die nicht mehr transfusen können. Und dann Stück für Stück die Queens töten. Dann bei den 5 Queens zu bleiben, die jetzt vormarschieren. Jetzt werden Roaches durchgedrückt. Genau, also passt relativ schön vom Timing her. Die Queens müssen jetzt anfangen zu laufen, sonst sind sie nicht rechtzeitig beim Gegner. Die Phoenix gehen auch out of position, beziehungsweise in die Main, kriegen da vielleicht auch ein paar Sachen, aber... Da steht ein Spore und ich glaube, das ist nicht spielentscheidend, was auch immer er jetzt für einen Schaden macht. Ja. Solange Matze den Push durchbringt. Da kommen jetzt massenweise Linge, 20 Linge hinterher. Ja, hol den ersten Ravager. Aber die Phoenix-Anzahl ist jetzt relativ gut. Also die sollten gegen die 6 Queens, die beim Push mit dabei sind, eigentlich das gut machen können. Wenn sie zurückkommen, ja. Push wird jetzt passieren, jetzt kommen die Phoenix ja auch zurück, ja. Wir haben Adepts reingeworfen, die jetzt prinzipiell nicht so gut sind. Er hat ein paar Overcharges. Ja, die werden so... Die Roaches sind blöderweise nicht zu Ravager gemorpht. Obwohl er eigentlich massenweise Ressourcen hätte, um das zu machen. Die Phoenix hier einen verloren. Jetzt morpht er erst, das ist eigentlich zu spät. Aber er hat ja zumindest 2 Overcharges gezogen. Also geil, zieht er jetzt, zu wenig Units auch, rennt er jetzt nochmal hoch. Ja, aber Matze gibt ihm recht viel Zeit jetzt noch. Ja. Die Pylons sollte jetzt mit dem Ravager anschießen oben. Jetzt nicht den einzelnen Pylon da unten. Pylon unten macht jetzt nicht so viel Sinn. Okay, und jetzt wird er gleich probieren hoch zu pushen. Skytos macht es schön, also die Ravager sind die wertvollsten Einheiten. Komplettes Round. Und die Ravager. Er kriegt. Na, den Mamakok kriegt er nicht. Er hat ein Overcharge oder 2 Overcharge laufen, aber die Pylons fallen relativ schnell. Die Queens haben viele Transfuses. Die Phoenix, ja, aber die Phoenix verlieren auch. Die Linge bekommen alle Probes. Das Spiel ist rum. Dieser Timing-Push ist wirklich sehr stark. Ja, du kriegst einfach nicht genug Units her, ist das in dem Timing. Außer du spielst jetzt nur Gateways, aber damit bist du halt dann gegen alles andere schwach. Also was man probieren kann, sind irgendwie schnelle Disruptor vielleicht, wenn man da ein paar gute Hits hat. Aber es ist schwierig, so richtig weiß ich selber auch nicht, was ich dagegen spielen würde. Wir sehen das GG.
Ja, es war vielleicht auch aus Tost-Sicht eine schlechte Map-Wahl gegen sowas. Auf jeden Fall, also ich würde nie gegen Zerg freiwillig Orena spielen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was Damit. Matze als Map wählt. Weil ich kann mir vorstellen, dass er prinzipiell nochmal den gleichen Bild spielen will. Ich würde auf Brian tippen. Und da muss es eigentlich Bryon Dann ist es sein. auch. Yep. Dazu muss man wahrscheinlich kein Prediction King sein. Ist auch nach wie vor meiner Meinung nach eine der ekligsten Maps in dem Matchup aus Tost-Sicht. Ja, wobei es ein bisschen besser geworden ist, dadurch, dass die Gold jetzt an der Natural ist. Besser Damit. ja, aber. Ja, aber der Zerg hat immer noch frei, zwei frühe Goldbasen. Ja. Was Aber mal das kann man schauen, nur was eine nehmen, aber. Geiles da jetzt Oh, versuchen Matze nimmt wird. wieder Random, um dann wieder im letzten Moment auf Zerg zu switchen. Ja, sehr überraschend. Oder? Ja, da ist Verlass drauf. Ja. Was ein Troll. Wenn auf was Verlass ist, dann das Matze trollt. Aber ich glaube, dieses Game trollt er nicht, sondern da spielt er nochmal genau den gleichen Bild. Naja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er jetzt seine Lurker auspackt. Hat er gegen mich auch auf der Map sehr erfolgreich. Also was prinzipiell auch auf der Map gut ist, ist irgendwie ein Proxy-Hedge. Gerade wenn man als Toss in der Regel probiert, eine frühe Goldbase zu nehmen. Und wenn man dann hier irgendwie unten bei der Rampe eine Hedge schmeißt, kann man relativ schnell da Druck aufbauen und euch das Spiel sogar gewinnen. Aber vielleicht stellen wir als erstes mal die Spieler vor. Gute Rechts Idee. oben haben wir unseren Matze als Zerg-Spieler, der 1-0 führt. Und rechts unten haben wir unseren Skytoss als Protoss. Der wieder mit Gateway startet, kein Cannon Rush. Da blockt er sich nicht knapp. Eigentlich, weißt du, was das für ein Scout war? Hat er direkt mit dem Pylon gescoutet? Ja, müsste irgendwie vom Weil Timing her, eigentlich ja. kann man, wenn man mit dem Pylon scout auf der Map, kann man direkt die Hedge blocken. Wenn man das richtig macht vom War es Timing vielleicht ein bisschen delayed, ja, das her. stimmt. Da kommt eine Forge, da kommt eine Forge und da kommt ein Cannon Rush. Der ist aber seltsam getimed. Der ist seltsam getimed und jetzt ist die Frage, glaubt Matze das? Kauft er das ab, dass das ein Cannon Rush ist? Wahrscheinlich hält das für ein Fake-Timing. Aber es auch nur ein Eine, Pylon ist. zieht jetzt eine Drohne runter, wird wahrscheinlich die auf Patrol machen und dann die Position zu blocken. Sollte aber auch eine zweite Probe losgeschickt werden bei Skytos, sonst wird es hier gar nichts. Weil die ist schon kurz davor zu sterben. Ist kurz davor zu sterben und er baut auch keine Cannon, das ist ein zweiter Pylon. Jetzt kommt Da ein kommt die Cannon, erste. aber das sind direkt zwei Drohnen drauf, da braucht er noch eine dritte Drohne eigentlich um die. Wollte er ja. Da kommt sie auch. Da kommt die Drohne und damit ist der Cannon wahrscheinlich abgewehrt. Geithaus schmeißt auch die Echse, stickt aber auch noch eine Probe rüber. Mal sehen, ob er cancelt. Ich Sollte er denke, jetzt eigentlich wenn. machen. Wollte er? Wo ist der Cancel? Kein Cancel. Gleichwohl So. saturiert hier die Goldbase. Da Also geht das Mining los. was das Ganze bewirkt hat, ist, dass Matze relativ schnell, glaube ich, einen Pool geschmissen hat. Bisschen früher, als er ihn sonst schmeißen würde. Und er baut Könnte auch man ja. relativ viele Linge, also 6 Linge am Anfang sind eigentlich relativ viel, das können alles Drohne sein. Und wenn Skytos, er baut jetzt eine Cannon auf der Rampe, sollte er eigentlich recht gut verteidigen können. Ja, muss aber dicht machen, mit einer Probe zumindest. Da ist schon dicht. Da sollte er eigentlich dicht sein. Er hat aber zwei Probes draußen und eine Probe läuft sehr komisch. Bin mal gespannt, was die macht. Die nimmt die Gold. Ein Goldbase. Das ist sehr dreist. Eine Hidden Goldbase. Und Matze wird es, glaube ich, auch nicht scouten. Da ist kein Overlord mehr unterwegs momentan. Und das ist auch eine Position, wo man auch selten hinrennt. Matze Ja. nimmt selber jetzt eine dritte Goldbasis. Aber auch wenn das ja nicht scoutet, sobald das ja irgendwann später sieht, ist sie halt schwer zu verteidigen auch. Weil seine Basen so weit auseinander sind. Ja. Also er spekuliert wahrscheinlich darauf, dass eben Matze das nicht scoutet. Aber dann bin ich mir auch nicht so sicher, ob das eine gute Wahl ist. Weil wenn Matze wieder so einen gleichen Push spielen wird, ist das der limitierende Faktor, ist ja, welche wie viele Einheiten du hast. Und durch diese frühe Goldbase
Hat er wahrscheinlich, die hat sich dann noch nicht ausgespielt. Hat er zu dem Zeitpunkt einfach weniger Einheiten, weil er nochmal expandiert hat. Ja, mal sehen. Das wird schwer, was zu halten, wenn ein Busch kommt. Aber Was kommt ich einer? sehr interessant finde, ist ein Plus 1 Armor, was er angedrückt hat. Werden also Zealots werden? Also Möglicherweise. Zealots machen keinen Sinn. Eigentlich, es wären auch Adepts. Also da macht eigentlich immer plus 1 Attack Sinn und nicht plus 1 Armor. Ich weiß nicht, ob er sich verklickt hat. Oder ob das eine bewusste Entscheidung ist. Armor sollte eigentlich, wenn dann, nur für Zealots sein, oder? Ja, aber Wenn es Absicht eigentlich willst du ist. Zealots doch nicht gegen Zerg bauen, gerade wenn der wahrscheinlich auf Roaches geht. Und wir sehen da schon die erste Roach, die jetzt Ja. direkt drüber läuft. Hat jetzt auch schon leer durch. Matze baut jetzt überall Spores, weil er damit rechnet. Scoutet eigentlich auch überall, also schickt seine Zerglinge an die Positionen, wo eigentlich eine Echsen kommen könnten. Nur die Wird eigentliche also mit Goldbasis Two sieht er Face nicht. Push rechnen. Und Matze geht auf einen schnellen Hydra denn und drückt aber 6 Roaches. Ich denke, die Roaches sind tatsächlich jetzt wegen Two Face all in Gefahr, weil Ja, er natürlich wahrscheinlich. nichts von der Echse weiß. Wahrscheinlich durch die Goldbasis oder durch die beiden Goldbasen kann er sich es wahrscheinlich auch leisten, dass er jetzt ein paar Ja. Roaches drückt. Stimmt. Ich habe immer noch auf Lurker. Was aus Kann dem gut Hydra denn sein. macht. Das Problem ist halt, wenn er jetzt passiv spielt und eigentlich erwartet, dass da, ja, da Wo kommen ist denn schnelle Lurker Lurker, denn? dass da ein Push kommt, dann lohnt sich diese Goldbasis von Skytos. So, Skytos baut jetzt eine Doppel-Robo, eine zweite Forge und ist auf 3 Gateways. Er sollte mal jetzt mindestens 6-7 Gateways schmeißen demnächst. Und jetzt kommt die nächste interessante Wahl. Er geht das Shield Upgrade und plus 1 Armor dazu. Okay. Also Shield wahrscheinlich, weil er eine zweite Forge hat und noch kein Twilight hat. Das heißt, er kann noch nicht plus 2 Ja. Armor gehen. Und Matze scoutet die Goldbasis. Oh, jetzt verändert Dann, sich alles. ja, da werden Wird zwei Matze auch Zealots direkt reingeworfen loslaufen. und Skytos probiert seine Rampe aufzumachen, Ja, die Roach Company läuft schon, um also da die zu Gold verteidigen, Base. aber das soll er nicht verteidigen können. Er sollte jetzt einfach die Probes so schnell wie möglich abziehen, das Gas canceln und bloß nicht dahin laufen. Ja, also da wird er das Spiel verlieren, wenn er da jetzt hinläuft. Mit Da werden der jetzt kompletten erstmal ein paar Army. Ravager gemorpht. Nur ein Pylon, der direkten Das Fokus soll sich wird, zurückziehen, ja, jetzt zieht er sich dann zurück, muss er ja. sich zurückziehen. Ja, die Aber Probes, meine shit, Probes. war das eine bewusste Entscheidung? Zweifel dran. Vielleicht wäre das ein Bleiblock, oder? Was ich eine sehr interessante Entscheidung finde, ist, er verliert die Goldbasis und 5 Meter daneben nimmt er die nächste Goldbasis in der Hoffnung, dass er die halten kann. Ja, Matze zieht sich erstmal zurück. Weiß aber eigentlich schon Bescheid davon. Ja, Matze sieht die Goldbasis in Overlord. Aber denkt sich, was denkt er sich? Wahrscheinlich will er erstmal auf Ravager warten und dann mit den, ach nee, Ravager, Lurker Die warten und dann mit Lurker, den ja. Lurkern pushen. Wahrscheinlich, ja. Jetzt kommen die Mortals Aber doppelt. prinzipiell ist Skytos gegen Lurker gut aufgestellt, weil er aus 2 Robos Immortal baut. Trotzdem, es werden die Zahlen sein, die es entscheiden. Ja, aber Und so einfach viele Lurker die. sind da noch nicht. Ne, ich meine Und die Army ja, aber Supply. er hat prinzipiell hat er auch ein paar Force Fields über, er hat 3 Sentries. Wenn er in den Pylons fightet mit Overcharge, kann ich mir schon vorstellen, dass das was werden Die könnte. Frage ist, kann er in den Pylons fighten? Normalerweise sind die Lurker ja zwischen den zwei Basen. Ja, es ist die Frage. Aber Wenn die Supply, Army Army, an. so Army Supply ist Matze. Hat fast doppelt so viel Army Supply und jetzt kommt auch der Push. Ja, der wird ihn überrollen. Also. Er Scheint steht halt so, jetzt auch an der dritten. ja. Er kann Main Matze und kommt Natur in schlecht eine aufgeben. perfekte Position rein. Die Lurker sind eingegraben. Ein Observer ist da. Drei Immortals von der Seite, einer von der anderen Seite. Ja. Der es aber nicht mehr lange machen wird. Und das Warp lösen. Oh, die Oh, Army follow the Move. round. Ja, aber Recall nur und zwei weg geht Lurker alles. können mitkämpfen, aber So es reicht geht's, trotzdem. GG 2 zu 0. Und Matze überrennt den nächsten Toss. Yep. Ja, GG.
Gut. Dann spielen wir noch eins. Also prinzipiell könnte ich noch gegen ihn spielen. Wenn er jetzt noch will, ja. Geh mal fragen. Buddy left your channel.